So, ihr Lieben, jetzt geht's weiter mit Part Nummer 2. Im Wohnzimmer bin ich hier und ja, hier sind auch sehr viele Mangas. Und nach der Werbung geht's weiter. So, hier oben haben wir Tokyo Ghoul, die erste und die zweite Reihe. Die erste habe ich hier 1 bis 14, ist komplett abgeschlossen. Und die zweite Reihe 1 bis 4 habe ich gekauft, aber die anderen hole ich noch nach. Dann habe ich hier einen kleinen Artbook von Tokyo Ghoul mit verschiedenen Bildern. Ist ungefähr wie ein Artbook. So, dann habe ich hier Goslinger Girl 1 bis 15. Die sind leider schon vergriffen. Es sind so Mädels, die schießen Erwachsene. Und ja, sind heftig, die Mädels. So, dann habe ich hier Dears 1 bis 8. Und dann habe ich ein Fanbook von Dears. Und das ist auch vergriffen. Und das kann man trotzdem noch kaufen bei eBay oder Amazon. So, dann habe ich 1 und 2 von Aqua bei Tokyopop erschienen. Dann habe ich hier Astral Project 1 bis 4. Auch ziemlich schön, aber strange. So, dann habe ich hier Inuyasha. Inuyasha 1 bis 53 gekauft. Da fehlen mir noch 3 Bände und dann hätte ich die komplette Reihe. Und dann habe ich hier One Punch Gospel 1 bis 4. Ist auch eine schöne Reihe über Boxen. So, dann habe ich hier Mermaid Saga 1 bis 4. Habe ich noch gar nicht gelesen. Ne? Ist von dem Zeichner hin von Inuyasha. Und dann habe ich hier Swinman 1 bis 3, ne, komplett abgeschlossen. Es geht um Liebe. Ne? So, dann habe ich hier als nächstes Hyokoi 1 bis 10 gekauft. Diese Reihe ist in 14 Bänden abgeschlossen. Ich habe den Band 14 gekauft, weil eine Karte mit bei war und es ist halt nur in der Erstauflage. Und die anderen drei hole ich noch später. Dann geht es hier weiter mit Rain Peach 1 bis 6, ne, bis 7 meine ich. Die ist auch komplett und die gibt es nicht mehr bei Admon. So, dann habe ich als nächstes eine Erotik Manga 1 bis 6, Nana und Kaoho. Ja, diese Reihe ist glaube ich bis Band 18 abgeschlossen, vor kurzem oder letztes Jahr abgeschlossen. Und da hole ich noch die anderen demnächst. Dann habe ich hier Pokémon Schwarz und Weiß Band 1, Kämpfer 1 bis 3. Ich glaube, diese Reihe sind 10 Bänder abgeschlossen. Hole ich noch nach. Dann habe ich hier Blood Sea 1 bis 2. Auch komplett, war auch ganz schön. Dann habe ich hier den ersten Band Pink Diary, ist dann so ein Tagebuch. Und ja, Band 1. Da sind die Mangas leider schon vergriffen und deswegen habe ich da keine Chance, aber es macht nichts. Ne? So, dann habe ich hier Isekai Band 1. So, dann habe ich hier Y plus M Band 1, ist bei Heine Manga erschienen, gibt es allerdings nicht mehr und ist der Zeichner von Basilisk. So, dann habe ich als nächstes Anslan Band 1 gekauft, ist eine schöne Reihe, geht um Krieg. Und ja, die Zeichnung gefällt mir sehr. Dann habe ich hier Band 1 von Yuna. Dann habe ich hier Sherry Vampire Band 1. So, dann habe ich hier Can You Get Me Einzelband. Kizu auch Einzelband. Dann habe ich als nächstes Rave Band 1. Und Band 34 bis 35 ist Abschlussband. Diese Reihe gibt es nicht mehr komplett und das hole ich mir dann später nach, wenn ich die irgendwo bei eBay sehe, also komplett, dann hole ich das. So, das Monstermädchen Band 1, ja, das finde ich auch ganz schön, den Anime, aber ist mir zu erotisch. So, da habe ich hier Heimliche Blicke einmal gelesen, hat es mir nicht so gefallen oder getoucht, weil es einfach, ja, es ist einfach übertrieben, was die so macht. Und genauso wie bei Natsumi und Kimio ist die andere Reihe von den Mangaka. So, dann habe ich hier
einen ersten Band von Kaito Central. Das habe ich doppelt. Werde ich vielleicht verlosen in diesem Video. Mal schauen. Dann habe ich hier Gash 1 bis 2. Dann 5 und 7. Das habe ich bei Comic Paint geholt. So, dann habe ich hier Wolf's Rain 1 bis 2 komplett. Das gab es bei Heine Manga. Ist nicht mehr zu bekommen. Aber da gibt es gute Preise auf eBay und dann kann man das auch kaufen. Dann habe ich hier was Interessantes. Ich glaube, das war mein erster Manga. Erster Manga, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Min Min Mint. Das war mein erster Manga. Da wollte ich mal reinschauen, wie die Zeichnung so ist oder was da so los ist. Kann ich mal kurz zeigen. Ja. Dann geht's hier weiter hier unten mit einer sehr schönen Reihe. Samurai Deppen Kyo 1 bis 18. Leider abgebrochen, weil ja der Verlag hat nicht mehr weiter produziert und ja, das ist der Zeichner von Code Breaker und die Zeichnung ist sehr sehr übertrieben. So, dann geht's hier weiter mit Turmen 1 bis 2 habe ich gekauft, dann 7 ganz spontan einfach so gekauft. Und dann geht's hier weiter mit Mich Sonnen Produce. Ja, da habe ich den ersten Band gekauft. Dann habe ich hier das Sheho Ride School Boys Band 1, Elementar Gerhard Band 1. So, da habe ich hier Peacemaker 1 bis 5, die erste Reihe, und Peacemaker die zweite Reihe. Ja, da muss ich auch noch die anderen Bände kaufen. Dann geht es hier weiter mit Abara, sehr düster, 1 bis 2 komplett. Band 1 von Sexy Puzzle, auch ganz schön gewesen. Und da hole ich auch die anderen Bände nach. Dann habe ich hier Schuppitz 1 bis 8 komplett. Und ja, es gefällt mir sehr. So, und dann habe ich hier wieder Kaito Central 1 bis 6 komplett abgeschlossen. Mega schön, ist so ähnlich wie Sailor Moon. So, dann habe ich hier Humiko Theater 1 bis 2 auch komplett. Dann habe ich hier Naruto Blood Prison, ne? Und dann habe ich hier One Punch Man doppelt, einmal auf Portugiesisch und einmal auf Englisch. Dann geht es hier unten weiter. Ich habe hier Sarah of the End 1 bis 4 gekauft, auch toll. Ich finde den Anime auch gar nicht so schlecht und da hole ich mir erst, wenn die Reihe komplett ist. So, dann habe ich hier der Mansion W oder 1 bis 4 komplett. Komplett ist es noch nicht, aber da warte ich genauso wie Zero of the End. So, dann habe ich hier Gangster 1 bis 4. Ja, auch gut. Dann habe ich hier auch was Schönes, Food Wars 1 bis 5. Da kann man lernen über Zuma, was er so kocht und ja, er will der Beste sein anscheinend als sein Vater. Dann habe ich hier Gasche 1 bis 10. Noch nicht gelesen. Den ersten und den zweiten habe ich gelesen. Das war bald. Und die anderen habe ich so bestellt, weil die halt vergriffen waren. So, dann habe ich hier was sehr musikalisch. Back 1 bis 16. Leider nicht komplett bei uns erschienen. Ich glaube, es lag daran, dass der Verlag gesagt hat, da interessiert sich keiner mehr für diese Reihe und deswegen brechen wir ab. Und das war eine schöne Reihe und das kann ich jedem empfehlen. So, dann habe ich hier I Am a Hero 1 bis 4, auch ganz schön, zombie-mäßig und auch zu empfehlen. So, dann geht es hier weiter mit Naruto. Ich habe hier Naruto 1 bis 52 und dann hier oben Naruto, der siebte Hokage und der Schattrote Frühling. Einmal das und Band 71 und dann Band 72 ist der Abschlussband. Dann habe ich hier Hunter x Hunter. Ist auch sehr gefragt, das will auch jeder lesen. Ich habe sie 1 bis 33 bei mir stehen und wow. Das ist eine geile Reihe und das werde ich auch jedem weiterempfehlen. Dann habe ich hier Fairy Tail, einmal Band 1 bis 15.
War Anfang nicht so der Burner, aber dann ging es voll ab. Dann habe ich hier unten Chihiros Reise Zauberland 1 bis 5. Monster Kollektion 1 bis 6. Sieht so aus. Ja, dann habe ich hier als nächstes was für die Fans, die Fußball lieben. Captain Tsubasa 1 bis 37. Komplett. Dann habe ich hier unten Kuno Crusader 1 bis 8 komplett. Ich finde den Anime ganz schön. Auch als Reihe ganz nett. So, dann habe ich hier Lady Oscar 1 bis 7. Diese Reihe ist extrem vergriffen und da bekommt man vielleicht für 600 oder 700. Kommt darauf an, wie die Preise sind. So, dann habe ich hier Death Note Black Edition nur Band 1 geholt. Nur zum Schauen, wie es ist hier drin. Die ersten Seiten sind Farbseiten. Und dann alles ganz gewohnt. Ne? So, dann habe ich hier Golden Boy 1 bis 10 komplett. Der Anime geht nur bis 6. Folge oder so. Und deswegen habe ich das hier geholt. Und dann habe ich hier auch ein paar Doppelte. Das werde ich vielleicht verlosen, wenn ihr das wollt. So, dann habe ich hier Nausicaä 1 bis 3 geholt. Was für die Mädels, Mädels Power, Frauen mit Waffen. Dann habe ich hier Naruto, Unschuldiges Herz, Blutrote Dämon. Ja, einmal das. Dann habe ich hier Chocolate Christmas. Das ist die Zeichnerin von Sailor Moon. So, dann geht es auch hier weiter mit 3 Bänden. The Cherry Project 1 bis 3. Ist auch vergriffen. Kann man trotzdem noch bekommen. So, dann habe ich hier Defense Devil 1 bis 10 komplett. Die Zeichnung gefällt mir sehr, 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 sehr. Dann habe ich hier Antolia Sorry 1 bis 28 komplett. Für diese Reihe bekommt man vielleicht für, sagen wir mal, 200 oder 300. Aber manchen übertreiben es einfach, ne? So, dann habe ich hier was Ähnliches wie Inuyasha. Ahata Kagatari 1 bis 8 gekauft. Da hole ich noch die anderen Bände nach. Dann habe ich hier als nächstes wieder Frauenpower Birds Angel 1 bis 3 komplett. Ist bei Planet Manga erschienen. Gibt es nicht mehr zu kaufen. So, und hier unten geht es weiter mit Burning the Darkness 1 bis 14. Diese Reihe ist in 18 Bänden abgeschlossen. Die anderen 4 hole ich noch später. So, dann habe ich hier Girls Bravo 1 bis 10 auch komplett. Und ein bisschen itchy ist das. So, dann habe ich hier die erste Reihe von Battle Angel Alita 1 bis 9. Da gibt es jetzt eine Neuauflage. Ja, da habe ich hier Beyblade Metal Fusion 1 bis 11 komplett. Die erste Reihe habe ich leider nicht. Aber die ist auch ganz schön, die Zeichnung. So, dann habe ich hier als nächstes 1 bis 5 von Yohikumo. Sehr düster und krass. Dann geht es hier unten weiter mit Blue Exorcist Galerie mit verschiedenen Bildern. Und Time Killers ist auch von dem Zeichner von Blue Exorcist oder Zeichnerin. Band 1 bis 7 Blue Exorcist. Dann habe ich hier Magi 1 bis 3 gekauft. Dann habe ich hier Band 7 so einfach so gekauft. Dann habe ich hier als nächstes Sailor Moon 1 bis 12 gekauft. Heißt Pretty Guardian. Genau, ist eine Neuauflage. Sailor Moon V. Sailor Moon, jetzt nochmal. Mit Sailor Moon. Sailor Moon Sword Story. Ah, okay. 1 und 2. Komplett. Na
Yazawa 1 bis 3 komplett. Da haben wir wieder Action und ein bisschen Itchy hier mit. Bei Moe's 1 bis 14 komplett. Der Pirat und die Prinzessin auch komplett 1 bis 2. Da habe ich hier was von Akira Toriyama, Kajika, Einzelband, Phantasma 1 bis 2. Blick der Bestie, Einzelband, gibt es mir zu kaufen, ist schon vergriffen. Black Lagoon 1 bis 10 ist noch nicht abgeschlossen. Der Zeichner braucht noch ein bisschen. The Devil Children 1 bis 5 auch komplett. Dann habe ich hier was Ähnliches. Freitag der 13. Bloody Madden 1 bis 2 komplett. Und was ganz Langes, was ich leider nicht aussprechen kann, vielleicht. Shin Domi 1 bis 3 habe ich gekauft. Und dann habe ich hier Old Boy 1 bis 4. Das ist eine krasse Reihe. Da will der junge Mann wissen, wieso er eingesperrt ist. Und dann trainiert er halt so lange, bis er da rauskommt. Und dann will er sie alle verprügeln. So, dann habe ich hier Zeroin 1 bis 12 komplett. Die letzten vier sind halt sehr teuer. Ich glaube, 10 Euro. Wie auch immer. Dann habe ich hier Shalom Lady 1 bis 3. Dann geht es hier weiter mit Black Cat 1 bis 20 komplett. Dann habe ich hier Hikaru no Go 1 bis 23 komplett. Das ist der Zeichner von Death Note und das ist ein japanischer Brettspiel. So, dann habe ich hier das war dann ein Schloss als Comic 1 bis 4. Das habe ich zum Geburtstag bekommen damals. Und dann habe ich hier Orange, auch brasilianisch. Gab es bei uns noch nicht und deswegen habe ich das hier gekauft. So, dann geht es hier weiter mit Dr. Slum 1 bis 18 von Akira Toriyama. Das war die erste Reihe und dann kam Dragon Ball. So, dann habe ich hier als nächstes was ganz Besonderes: Astro Boy 1 bis 21. Das war die erste Reihe in Japan anscheinend, habe ich mitbekommen. Und wer die Reihe hat, der ist der Beste. Ne? Der sieht so aus. Achso. Das war mal ein Junge und jetzt ist er ein Cyborg geworden. So, dann geht's hier weiter mit Hamatora 1 bis 2. Dann habe ich eine Lieblingsreihe, was ich noch kaufen werde. Liebeslügen 1 bis 6. Dann habe ich hier Special Edition von Conan, Shinichi Edition, Cherry Edition, Special Black Edition, Conan gegen Kaito Kid, FBI Selection, Romance Edition, so verschiedene Stories. Ne? Und dann habe ich hier Detective Conan 1 bis 20 gekauft und dann geht es hier weiter mit 34, 40, 41, so einmal spontan gekauft. Ne, da gibt es verschiedene Fälle und das hat mich so interessiert. Und ja, dann habe ich hier auch wieder was von dem Zeichner Gusha Yama. Das hat mir auch sehr gut gefallen, kann ich jedem weiterempfehlen. Dann habe ich hier zwei Filme: David Conan auf hoher See, Band 1 und 2. Und dann habe ich hier Speed Breffe 1 bis 3 auch komplett. So, dann geht's hier weiter mit Herr der Yuka. Das habe ich damals gekauft, wo Kasi ganz neu war. 1 bis 4 habe ich hier stehen. Dann habe ich hier Doriko 1 bis 6 gekauft. Das war eine gewünschte Reihe von mir und jetzt gibt's das auf Deutsch. So, dann habe ich hier Midnight Secretary 1 bis 3 gekauft. Hol ich noch nach. So, dann habe ich DNA 1 bis 5. Auch ganz geil. Dann habe ich hier S 1 bis 15 komplett mit Shuba. Was so aussieht. So, dann habe ich hier eine weitere Reihe von den Mangaka. Video Girl Eye. Ja, kaum so ein Mädchen aus der Kassette und ja, 1 bis 15. So, dann geht's hier weiter mit Akuma to Love Song 1 bis 4.
genauso ehrlich, was damals bei Kazia erschienen ist, habe ich hier nicht weiter gekauft, aber hole ich noch nach. Und dann habe ich hier Fruits Basket 1 bis 23 komplett. Und dann habe ich hier das ältere Blame, die erste Auflage und erste Edition, was bei Edmond erschienen ist. 1 bis 10. Da habe ich hier Nose, also Einzelband, auch für den Designer von Blame. Dann habe ich hier Utena 1 bis 5. Dann habe ich hier Angelic Laie 1 bis 5. So, dann geht es hier weiter mit A Boy Meets Pocketman 1 bis 10 komplett bei Heinemann erschienen. Gibt es nicht mehr, aber kann man trotzdem kaufen. Dann habe ich hier Sweet Santa 1 bis 3 komplett. Ich finde die Covers sehen sehr schön aus. So, dann habe ich hier Mega Man ZX. Ist bis Band 2 abgeschlossen. Den zweiten Band hole ich mir noch nach. Dann habe ich hier als nächstes All You Need Is Kill 1 bis 2 komplett. Soul Eater Not für die Mädels. Ein Spin-off. Dann habe ich hier was Doppelte. Battle Angelita 1 bis 3. Da habe ich hier was Schönes. Michael Niki 1 bis 12 komplett. Und dann habe ich hier die Sargprinzessin 1 bis 4. Da habe ich hier von Heine Manga Chuka Sugar Hanna 1 bis 8 komplett. Das sieht so aus. So, dann habe ich hier von Akira Toriyama Dragon Ball 1 bis 2. Weiß nicht, ob ich da weiterhole, weil ich habe die anderen Bände irgendwo bei mir stehen. Das werdet ihr gleich dann sehen. So, dann geht es hier unten weiter mit Hanma 1,5 1 bis 38 gekauft. Den habe ich damals verfolgt auf RTL 2. Dann habe ich hier Kekkaichi 1 bis 9. Diese Reihe wurde leider abgebrochen bei uns. Ich glaube, bis Band 20 erschien und dann ging es nicht mehr weiter. Nein, in Japan gab es 26 oder 27. Wieso haben die nicht weitergemacht? So, da habe ich hier unten japanische Mangas. Da habe ich einfach so gekauft. Die haben 10 Euro gekostet. Na, da habe ich Attack on Titan, Toriko, One Piece, verschiedene japanische Mangas. Magi. Dann geht es hier weiter mit Captain Sakura 1 bis 12. Da habe ich einfach so spontan gekauft. Weil da hat jemand gefragt, willst du diese Reihe haben? Du interessierst dich doch für vergriffene Sachen. Da habe ich ja gesagt. Dann habe ich hier Blue Dragon 1 bis 4. Das sieht so aus. So, da habe ich hier Zombie Power 1 bis 4. Das ist der Zeichner von Bleach. Dann habe ich hier Bastel 1 bis 2, das ist die zweite Reihe, ist leider abgebrochen und deswegen habe ich hier 1 und 2 bei mir stehen. Dann habe ich hier Parallel 1 bis 4, das ist abgeschlossen. Dann habe ich hier Chrome Breaker 1 bis 4. Und dann habe ich hier Sakura Wars Band 1, ist bis Band 10 oder 12 abgeschlossen, das hole ich auf jeden Fall nach. Dann habe ich hier was Französisch. Wie heißt der nochmal? Atelier Einzelband. Da habe ich hier Caricano Band 19 bis 21. Die drei habe ich mir einfach so gekauft, weil die ziemlich selten sind und vergriffen. Dann geht es hier weiter mit Naruto Massiv mit Aufsteller. Und ich habe hier verschiedene Sachen, die doppelt sind. Einmal Massiv Band 1 bis 4 und 1 und 2 habe ich doppelt, weil doppelt hält einfach besser. So, dann habe ich hier einen netten Freund von Yu-Gi-Oh! Und dann habe ich hier die limitierte Akira Box mit Farbseiten und da sind das sind Postkarten und die Tragetasche ist halt limitiert auf 1991. So, dann habe ich hier japanische Mangas. Nur die drei.
Jonathan Jump, ne? Einfach mal so gekauft. Das ist so ähnlich wie die Banzai. Und das sieht so aus und so blass. Kann man vielleicht im Video sehen. Und mit verschiedenen Stories wie One Piece, Naruto, Toriko, Gintama, Bleach, keine Ahnung, Assassination Classroom, ja, verschiedene Stories. Dann geht's hier oben weiter mit Neon Genesis Evangelion 1 bis 9 gekauft. Da habe ich hier One Piece, Dragon Ball 1 bis 2 gekauft, Black Bardet Band 1, Excel World Band 2, Manga Fieber, einfach so, hab ich bekommen. Dann habe ich hier Black Bardet Novel, Excel World Band 2, Novel, wieder Blue Dragon als fettes Format. Dann habe ich hier Dein Verlangen gehört mir 1 bis 2, Monster Soul Band 1, Dragon's Yachting Band 1, Osama Game Band 1, dann habe ich hier Zero One 1 bis 3 komplett, dann habe ich hier IPGP 2 und 3 gekauft. Es sind 4 Bände abgeschlossen, das habe ich einfach so gekauft. Da habe ich hier Summer Days Dreaming, Dreamings 1 bis 2. Dann habe ich hier, hier ist ja nochmal Magdala, die Nemohi Band 1. Da habe ich hier von Disney Killala Princess 1 und 2. Da fehlen mir noch ein paar Bände. Da habe ich hier Nail Affection 1 bis 2 gekauft. Da habe ich hier Band 1 von Manga Love Story. Nur das eine. Und da habe ich hier She Ultima Vegan 1 bis 7 komplett. Da habe ich hier Kokoro Button 1 bis 3. Das werde ich dann verkaufen, weil ich habe eine komplette Reihe gesehen und dann könnte ich das gerne haben. So, da habe ich hier die rothaarige Schneeprinzessin Band 1. Da hole ich noch die anderen Bände. So, dann geht es hier weiter mit Berserk Max 1 und 2. Dann habe ich hier Band 8, weil er vergriffen ist oder war. Und dann habe ich hier Tenji Max, auch so ähnlich wie Berserk, nur als Max. Dann habe ich hier Twister Exorcist Band 1, Pokémon die ersten Abenteuer Band 1, Invincible Joe Band 1, auch toll, in 3 Bänden abgeschlossen. Da hole ich noch die letzten 2. So, da habe ich hier Doll einfach Band 1 bekommen. Hooker 7 komplett 1 bis 6 komplett. Green Blood Band 1, auch toll. Die Zeitung ist sehr düster. Da habe ich hier Slam Dunk 1 bis 3 gekauft. Leider abgebrochen bei uns auf Deutsch, ne? Kamisama Kiss Band 13 und 14, weil die waren vergriffen, aber jetzt sind die wieder lieferbar. So, den Himmel entgegen Band 1, Yokai Watch Band 1, Black Butler Band 1, oder war das Band 1? Ja. So, Björk Dynasty Band 1, auch ganz schön. Sommer Sturm Band 1. Skullcorn Band 1, Niho Band 1, Gaska Band 2, Band 1 liegt bei mir im Zimmer, Tellers of Symphony 1 und 2, dann Tellers Sestria Band 1, dann habe ich hier Band 1 von Madoka Magica, dann habe ich hier Darin-chan Band 11, Blood plus so Special Mangas 1 und 2. Da habe ich hier Zatland von Akira Toriyama.
Dann habe ich hier wieder Stop It, dürft ihr auch wieder haben. Kajika, aber das. So, da habe ich hier wieder was ganz Tolles von Akira Toriyama und der Zeichner von Video Girl. Die haben zusammen gezeichnet und dann ist es dabei entstanden. So, da habe ich wieder was erotisch von Punky Lovers Band 1. Mit Farbzeichen natürlich. Kamiga Kill Band 1. Dann habe ich hier Gigantomachi Einzelband von Berserk Zeichner. Da habe ich hier was ganz Spontanes gekauft. Tibal 12 in 3 Bänden abgeschlossen. Quizman Wolf Band 1. Das sind 4 Bände abgeschlossen. Da habe ich hier Spiral. So ähnlich wie The Ring. Dann habe ich hier Wolf's Rain. Dann habe ich jetzt nächstes Monster Hunter Orange 1 bis 3. Band 4 muss ich noch kaufen. Dann habe ich hier Hollinets 1 bis 5 komplett. Das sieht so aus. Und Planeten. Dann habe ich hier Nohagama Tellers Band 1. Ich weiß nicht, ob da irgendwas kommt. Der ist auch schon längst vergriffen. Und dann habe ich hier Nohagami 1 bis 4. Hole ich mir später nach. Dann habe ich hier Shakugano Shana 1 bis 10 gekauft. Dark Hideout, auch sehr düster. Da machen zwei Urlaub und dann passiert da was. So, dann habe ich hier Close to Heaven 1 bis 9 komplett. Genau, komplett. Toradora 1 bis 7. Auch wieder doppelt, das dürft ihr dann haben, wenn ihr das wollt. Dann habe ich hier Homunculus 1 bis 8 gekauft. Diese Reihe habe ich nicht komplett, aber das hole ich irgendwann, wenn es komplett ist, auf eBay. Da habe ich hier unten Keon 1 bis 4. Dann habe ich hier den Zeichner von Hunter x Hunter. Yo-Yo Hakusho, ne? Aus Rosinen geholt und das sieht so aus. Gut, dann geht's hier weiter mit was düstere. Samurai 1 und 2 als Hardcover. Und dann habe ich hier wieder das Hardcover von Gigantamashi, wie gerade eben. Dann habe ich hier ganz Band 1 einfach mal so spontan gekauft. Ist leider nicht bei uns komplett erschienen und das sieht so aus. So, dann habe ich hier First of the North Star auch Band 1 nicht komplett bei uns erschienen. Dann habe ich hier ein paar Comics von Avenger Band 1 und 2. Die kosten ungefähr 12 Euro oder 13 Euro. Dann habe ich hier Star Wars 1 bis 9 gekauft. Erscheint alle 2 Wochen und da bin ich nicht hinterher gekommen. So, dann habe ich hier Shihaliti 1 und 2. The Ghost in the Shell Band 1 doppelt. Weil es halt einfach besser. So, dann habe ich hier All You Need to Kill is Kill Novel. Daisy aus Fukushima, Parasite 1 bis 3 gekauft aus Brasilien. Dann habe ich Steins Gate Band 1, auch aus Brasilien. Buddha Band 1, Monster aus Amerika oder aus England. So, dann habe ich hier Tokyo Esp Band 1. Attack on Titan Insider und Ultimo 1 bis 4. Es sind 12 Bände abgeschlossen, denke ich. Da hole ich noch nach. Da habe ich hier Band 1 von Doc und Skisson. Da habe ich hier One Piece 1 bis 4 und dann einfach so spontan gekauft. Das lief einfach auf RTL 2. Ne? Aber die 2. Und dann geht es hier weiter mit Überblatt von 0 bis 9. Dann habe ich hier Band 1 von Davo Tattoo, Re Zero Band 1,
Sebamp Band 1, Subaru 1-3, muss ich auch weiter kaufen. Ist zwar vergriffen, aber was soll's. Da habe ich hier also nochmal Zerrissene Seelen 1 und 2. Und dann geht's hier weiter mit Elmeta Gear 1, nee, von 2 bis 9 war das genau. Dann habe ich hier Guns Blaze West 1 bis 3 komplett. Dann geht's hier weiter mit Angeliot Band 1. Wir beide Band 1. Ion Band 1. 1 oder ja 1 ja. Hockley Band 1, Chopperman Band 1, Cowboy Bebop 1 bis 3 gibt es nicht mehr bei Edward Manga. Dann habe ich hier Miyako Band 1, da habe ich hier was ganz spontanes in Beam gekauft, heißt Penguin Hygiene Show, also so Solita 1 bis 4 gekauft, dann habe ich hier Band 11 bis 12. Dann habe ich hier Kagome Kagome 1 bis 3. So, dann geht es hier weiter mit Dragon Ball. Da gab es so eine Box in Gold. Und 1 bis 7. So, dann geht es hier weiter mit Dragon Ball. Sammelbände 1 bis 21 und deshalb habe ich die anderen nicht gekauft, die schwarzen. Und die waren etwas günstiger. Und dann habe ich hier Dragon Ball Evolution zum Film. Das gab es bei Kaizen. Dragon Ball die Genio Saga 1 bis 4. Dragon Ball Kampf der Götter als Comic. Und Dragon Ball GT 1 bis 3 auch als Comic. So, dann geht es hier weiter mit Oh My Goodness 1 bis 40. Da fehlen mir noch ein paar Bände. Und ich habe hier 46 bis 48 Abschlussband. Dann habe ich hier Jage X 1 bis 5. Auch sehr nett. High School of the Dead 1 bis 4. So, das war noch nicht alles. So, jetzt geht es weiter mit einer ganz besonderen Reihe von Berserk 1 bis 38, das habe ich diese Woche bekommen und darauf habe ich jetzt gewartet und jetzt habe ich alles in meiner Manga-Sammlung, was vergriffen ist, was ziemlich vergriffen ist. Und ja, das war noch nicht alles, jetzt gibt es ein Gewinnspiel, euch viel Glück. Und ja, ich habe hier ein paar Mangas, das dürft ihr heute bei mir gewinnen. Und zwar Kaito Central Band 1 bis 4, das habe ich halt doppelt und das dürft ihr halt bei mir gewinnen. Jetzt will ich von euch wissen, wieso ihr das gerne haben wollt und was hat euch an meinem Video gefallen. Also dann, Peace!